Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Heute kochen wir ein Gericht aus dem Kochbuch Heldenmahl von Dungeons & Dragons. Das Gericht heißt Eintopf des Reisenden. Dafür habe ich mir hier ein kleines Lager aufgeschlagen, denn die Reise bei leichtem Regen und frischer Brise war lang und ungemütlich. Zuerst müssen wir ein Feuer machen, damit es warm und gemütlich wird und worauf wir dann gleich kochen können. So, nachdem das Feuer brennt, wie man hinten sieht, zeige ich euch jetzt hier das Kochbuch Heldenmahl von Dungeons & Dragons. Seite 29 findet ihr das Rezept Eintopf für Reisende. Zu sehen sind jetzt hier schon mal die einzelnen Zutaten. Hier sind 1,5 Kilo Gulasch vom Rind. Hatte ich noch übrig. Deswegen nicht wundern, wenn da im Rezept 700 Gramm und eine Zwiebel ist und ich jetzt hier zwei Stück in der Hand habe. Ich hatte keinen kleineren Kessel als den, den wir gleich sehen werden. Denn da wäre eine Portion, also für das Rezept ein bisschen untergegangen. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mir gleich eine doppelte Portion für später auch noch. Wenn ihr kein Gulasch zu Hause habt, könnt ihr auch es beim Metzger kaufen oder euch selbst schneiden. Dann schön 5 cm große Stücke schneiden. Jetzt, wie man hier sieht, halbieren wir mal die Zwiebeln, schälen sie und dann einfach nur grob klein schneiden. Da müsst ihr jetzt nicht so groß auf Finesse achten. Ich habe es jetzt in 3 Teile oder 4 Teile geschnitten, je nachdem, wie es mir gerade am besten gepasst hat. Zwiebeln sind fertig geschnitten. Jetzt kommen die Karotten an die Reihe. Ich habe jetzt hier 4 große Karotten genommen. Man kann auch weniger oder mehr, je nach Geschmack. Ich schneide jetzt einfach mal von jedem die Enden ab. Das ist dann später einfacher beim Schälen. Nachdem die Enden abgeschnitten sind,
werden sie einmal geschält, wie gerade eben gesagt, und dann einfach auch nur in grobe Stücke geschnitten. Der Rest macht dann die Kochzeit im Kessel. Zwischendurch mal kurz nach dem Feuer schauen und ein bisschen Holz nachlegen, damit es nicht ausgeht oder zu sehr qualmt. Nachdem die Karotten jetzt geschält sind und in kleine Streifen geschnitten wurden, kümmern wir uns jetzt um die Kartoffeln. Das sind jetzt ungefähr 1,5 Kilo Kartoffeln, den Rest, den ich noch hatte. Die schälen wir jetzt erstmal mit einem Schäler, dann werden sie einfach nur geviertelt, manche auch gedrittelt, je nachdem wie groß sie sind, dass sie ungefähr die gleichen Größen haben, die vier einzelnen Stücke, und dann erstmal in die Schale gelegt für später, denn das Fleisch braucht eine gewisse Zeit zum Anbraten. Nachdem die Kartoffeln geschält und gewürfelt sind, sieht man unten rechts, füllen wir jetzt ein wenig Mehl in eine weitere Schüssel. Ungefähr 50-60 Gramm Mehl für die 1,5 Kilo Gulaschfleisch. Das werden wir jetzt gleich reinkippen. Ich habe das jetzt hier ein bisschen vorsichtiger reingekippt bzw. reinfallen lassen, da es sich bei mir noch Fleischsaft gebildet hat. Den wollte ich jetzt nicht mit reinschütten, deswegen habe ich es nicht einfach reingeschüttet, sondern langsam reingemacht, damit das nicht reinkommt. Danach, nachdem das Fleisch drin ist, wird es alles gut durchgerührt, sodass das Mehl an jedem Fleischstück rankommt, um gleich beim Anbraten eine schöne Kruste zu erzeugen. Thank you.
nachdem alle Zutaten vorbereitet sind, alles klein geschnitten ist, das Gulasch mit Mehl bestäubt wurde, kommt man jetzt zum Topf. Ich habe hier einen großen gusseisernen Topf. Da habe ich jetzt gerade Olivenöl reingemacht zum Anbraten. Ja, man kann Olivenöl zum Anbraten von Rindfleisch nehmen, das ist kein Problem. Jetzt hänge ich die Kette ein und hänge auch gleich den Topf übers Feuer, damit wir gleich beginnen können, das Fleisch anzurösten. Nach kurzer Feinjustierung des Topfes, damit er auch gut über dem Feuer steht, gebe ich jetzt das Fleisch rein. Ja, es ist ein kalter Topf, das ist aber überhaupt gar kein Problem. Man muss es nicht direkt in den heißen Topf machen, geht auch in dem kalten. Da habe ich ein besseres Gefühl bei über Feuer kochen, weil das Fleisch anfängt zu braten und kann auch besser reagieren, wenn es kurz zu heiß wird. Kann ich besser durchrühren, dann, damit es nicht anbrennt. Nicht wundern, warum ich den Rinderfond unter das Feuer bzw. in die Nähe des Feuers lege, denn zu kalte Flüssigkeit in den heißen Gusstopf kann dazu führen, dass der Gusstopf reißt und das möchte ich nicht. Nicht wundern, warum ich die Zwiebeln jetzt direkt zum Fleisch gebe. Im Rezept steht drin, dass man zuerst das Fleisch raustun soll, mit Dunkelbier ablöschen, um den Satz am Boden, der angebrannt ist, nicht angebrannt, sondern festgebrannt ist, zu lösen. Ich habe jetzt einfach die Zwiebeln reingetan und wie man sieht, habe ich auch leider vergessen, Handschuhe mitzunehmen. Aber dafür ist auch ein Ärmel ganz gut. Deswegen habe ich jetzt nochmal kurz angebraten auf dem Feuer und dann das Dunkelbier hinzugegeben. Hat sich bei mir aber auch alles vom Boden gelöst, der Bratansatz. Von daher war bei mir hier alles Bombe, hat funktioniert.
Nachdem das Fleisch mit dem Dunkelbier und den Zwiebeln etwas gekocht hat, machen wir jetzt ein bisschen Gewürze dazu. Hier ein wenig Paprika edelsüß, circa 2 Teelöffel voll. Danach kommt noch etwas Salz dazu. Ich habe hier Fleur de Sel und ein ordentlicher Schuss dazu. Die nächste Zutat ist Rinderfond. Ganze 2 Liter kommen da jetzt rein in den Topf. Und dann wird das alles gut durchgerührt und für ungefähr 1,5 Stunden auf mittlerer Flamme geköchelt, bis das Fleisch schön weich ist. Thank you.
Nachdem das alles anderthalb Stunden gekocht hat, kommen jetzt noch die Kartoffeln, Karotten dazu. Und wie man vielleicht gleich sehen wird, ist auch noch ein bisschen was Grünes dazwischen, wie ein bisschen Sellerie und Lauch. Warum das dabei ist, obwohl es nicht im Rezept steht, ganz einfacher Grund. Ich hatte es noch im Kühlschrank liegen und wollte es nicht wegschmeißen, deswegen habe ich es da gerade mit reingeschnippelt. Ja, alles rein, dann noch kurz umrühren und dann geht's gleich weiter. Nachdem das Gemüse mit den Kartoffeln jetzt im Topf ist, sieht man, dass die Flüssigkeit schon gut nachgelassen hat. Was normal ist bei Gerichten, die über Feuer gekocht werden. Deswegen kippen wir jetzt nochmal knapp 1,2 Liter Wasser hinzu, damit das alles schön bedeckt ist und der Topf gut voll ist und damit uns auch dann später nichts mehr anbrennt. Denn das Ganze muss jetzt noch ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde kochen. Nach circa 3 Stunden auf dem Feuer wird es langsam Zeit zum Anrichten. Deswegen hier einmal eine komplette Mahlzeit aus dem Topf mit ein bisschen Zwergenbrot. Dazu gibt es noch ein zweites Video, das demnächst kommen wird. Nach 3 Stunden Kocherei und Feuer die ganze Zeit am Leben erhalten, hat man sich jetzt verdient eine gute Mahlzeit. Dann würde ich sagen, Leute, kocht's nach, lasst euch schmecken. Es war mir eine Freude, es schmeckt echt gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und einen ganz, ganz lieben Dank möchte ich zusätzlich noch an die lieben Leute von dem Verlag Zauberfeder richten, die mir erlaubt haben, 2 Videos aus diesem Buch hier auf YouTube vorzutragen. Ganz, ganz lieben Dank. Ich hoffe, es euch gefällt und bis dann. Macht's gut und lasst es euch noch schmecken.